Liebe Freude, heute zeige ich euch, wie ich die Hähnchensuppe mit der Kokosmilch koche. Die Suppe heißt auch thailändisch Tom Kha Gai. Original in Thailand kocht man diese Suppe aber mit kaum Gemüse außer Pilze. Mir persönlich mag es lieber mit der Gemüse, weil gesünder und frischer an Geschmack. Jetzt zeige ich euch, wie die Zutaten sind. 4 Karotten, 4 Zwiebeln, 1 Paprika, 400 Gramm Hähnchenbrust, 3 Keule, 400 Gramm Champignon und 1 Liter Kokosmilch, Koriander, Zitrone, Chili, Gang-Gang-Würzen und Zitronenblätter, Zitronengrad. Die habe ich aus Asienladen besorgen. Lauchzwiebeln, Salz und Pfeffer. Die Zutaten könnt ihr auch selber bestimmen, wie viel ihr die Suppe kochen möchtet. Dann fangen wir gleich an. Zuerst schneide ich Zwiebeln im groben Stück. Die werden sowieso in die Suppe weich gekocht. Die Zwiebeln gibt wirklich schönen Geschmack in der Suppe. Dann Karotten schälen. Und ich zeige euch gleich, wie man Karottenblumen macht. Ich habe aber Schere dazu. Es sieht schöner aus. Aber ich zeige euch auch, wie man ohne diese Schere Karottenblumen macht. Oder wie ich es mache. So schneide ich Ende weg und zeige ich euch. Es ist Karottenblumen. Und jetzt mit dem Messer. Wenn man Schere nicht hat, dann ritze ich erstmal eins. Wie viele Rissen man haben möchte, kann man selber bestimmen. Und dann schneide ich einfach so, dass schöne Blumenschnitt rauskommen. So mache ich dann feiner. Ritze ich nochmal ein. So rauskommen und es wird so Blumenkarotte. Wenn die Blumen so groß ist oder das Stück so groß, dann halbieren ich einfach. Es sieht einfach schöner aus. Die Karotte lasse ich aber ganz aus dem guten Grund, dass die Farbe von Karotte die Suppe nicht abfärbt. Dann schneide ich Paprika. Grob, man kann auch feiner schneiden, wie man es möchte. Lauchzwiebeln in Ring schneiden, die werden sowieso in Suppe gekocht. Dann kommen die Koriander, feine, grobe, ganz frei, kann man selber entscheiden. Dann kommen gleich die Champignons, die kleinere Champignons lasse ich ganz, den großen vierten ich einfach. Heute habe ich sehr schöne Champignons, sehr weiß und fest. Dann kommt vorgekochtes Wasser in die Suppe, in den Topf rein. Nur ein 3/4 oder ein Viertel, ja,
Und dann koche ich die Hühnerbrust schon erstmal vor, bis zum 70% Garseig. Danach hole ich sie raus, dass sie nicht zu trocken ist. Tue ich sie aber später rein in die Suppe. Salze ich noch die Suppe. Warten und dann nehme ich sie dann raus, wenn sie 70% Garseig erreicht haben. Danach tue ich die Zwiebeln in die Brühe rein. Die Menge von der Brühe habe ich euch nicht gegeben oder von dem Wasser habe ich euch nicht Bescheid gesagt. Aus dem guten Grund, dass man jeder Koch mehr Brühe oder weniger mehr Suppe oder weniger Suppe, dann müsst ihr selber entscheiden. Hier tue ich dann Zwiebeln und dann Zutaten rein, den Zitronenblätter rupfe ich ein bisschen, dass der Aroma besser rauskommt. Tue die Karotte rein, lasse ich gehen und dann schneide ich die Karotte später. Hähnchenkeule. Aus dem Ekteknochen bekommt man immer schöne Suppe. 5 Minuten kochen lassen, dann mache ich die auf. Schaufel ich, was dann obere schwimmt, was die Suppentuben macht, raus. Muss man nicht, die Suppe sieht einfach schöner aus, wenn man dann rausschaufelt, was da Oberfläche, was schwimmt. Danach koche ich weitere 15 Minuten, dann sind alles weich. Hole ich die dann Karotten raus, schneide ich dann später in kleinere Stück und tue ich wieder zurück. So, den letzte Karotte. Oh, noch ein. So, dann wieder Fett rausschöpfen. Aus dem guten Grund, dass wenn ich die Kokosmilch reintun, das Fett nicht aus dem weiße Suppe schwimmt. Es muss aber nicht. Man kann die auch so lassen, aber ich mag sie lieber, wenn ich die raushole. Und Hähnchenkeule auch gut. Dann schütte ich die Kokosmilch und tue einfach rein. Erstmal so 70% von Kokosmilch, den Rest lasse ich zum Schluss. Dann alle Zutaten gleich rein. Die Karotte, Lauchzwiebeln, Champignon. Da kommen noch Paprika. Mein Topf wird langsam voll, aber ich wechsle sie danach, wenn ich alle Zutaten reingepackt habe. Das passt immer noch rein. Schlusshähnchenbrust, die ich vorgekocht habe. Dann wechseln wir den Topf. So, der Topf ist jetzt gewechselt und dann würze ich mit Zucker. Salz. Dann koche ich weiter, aber nicht lange. Dauert vielleicht 2 Minuten.
Und dann tue ich danach die Chili rein. Wenn man nicht scharf mag, kann man die Chili auch weglassen. Zitronensaft. Mehr säuerlicher, schmeckt es besser. Dann, wenn die auch gekocht ist, tue ich den Rest von Kokosmilch noch rein, um die Suppe weiß zu sehen. Wenn man alles Kokosmilch reinmacht am Anfang, dann werden sie nicht weiß zum Schluss. Oder kurz vor Servieren tue ich dann rein. Und abschmecken. Dann kommen auch die Koriander, die Hälfte davon. Den Rest packe ich drauf, wenn ich die Suppe serviere. Dann sind wir auch fertig. Viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.